Hallöchen, ihr süßen Zuckerpuppis und willkommen bei einer neuen Folge zum Sommerhaus der Stars. Die nächste Folge ist im Free TV noch nicht gelaufen, aber bei RTL Plus. Und es war eine Folge, ja, es war mal eine Folge, wo ich fand, wo es ein bisschen weniger Drama gab als sonst. Wobei es gab trotzdem Drama, es war aber nicht so krasses Drama wie in den letzten Folgen. Wir wissen, es gibt eine Exit-Challenge zwischen Theresia und Stefan versus Tessa und Jakob. Das wird spannend sein, wer von beiden Pärchen wird das Haus verlassen. Die aufmerksamen Zuschauer unter euch müssen sich die Exit-Challenge nicht angucken, um zu wissen, wer geht. Achtung, Spoiler, es werden Jakob und Tessa das Haus verlassen müssen, weil sie die Challenge verloren haben. Und das konnte man schon erahnen, weil RTL einen Trailer schon gezeigt hat von einem späteren Spiel mit irgendwelchen Autos, wo die Autos da rumfahren. Und mein geschultes Auge hat gesehen, dass in diesem Auto Theresia sitzt. Und das Spiel wurde noch nicht gespielt. Also, logische Schlussfolgerung ist ja klar, dann muss ja wohl Tessa und Jakob rausgeflogen sein. Ob das von RTL so beabsichtigt war, wage ich zu bezweifeln, oder sie sind einfach davon ausgegangen, dass die Zuschauer das nicht schnallen. Ich habe es gemerkt, Freunde, als alter Trash-Experte. Die Folge. Das Hauptschlagwort dieser Folge heißt Allianz. Beziehungsweise innere Allianz, äußere Allianz, bröckelnde Allianz. Gibt es noch eine Allianz? Also das ist so ein Thema, was in der Folge thematisiert wurde. Dann gibt es Streit zwischen Alessia und ihrem Partner Chan. Die haben sich ziemlich in die Haare gekriegt. Und Raoul, den ich von Folge zu Folge unsympathischer finde, by the way, ist angepisst auf Theresia und Stefan. Und da gibt es auch so ein bisschen Beef. Plötzlich sind auch irgendwie die Bewohner gegen Chan und Alessia. Aber dann werden doch ganz andere im Stimmungsbarometer nominiert. Also es ist ein bisschen wirr, das Ganze. Aber Stichwort zu dieser Folge ist auf jeden Fall das Wort Allianz. Was ist überhaupt passiert? Am Anfang geht es los mit Raoul, dem für mich inzwischen unsympathischsten Sommerhaus der Stars Bewohner. Seine Freundin heißt, das ist ein Running Gag, ne? Seine Freundin, das ist Miss Tuning. Und er sind aufgewacht und besprechen das alles. Und Raoul, man merkt, man hat das auch schon in der Folge davor gesehen, ist sichtlich angepisst, dass Theresia und Stefan nicht so nominiert haben, wie sie es besprochen hätten. Besprochen war, dass Emmut nominiert wird, das Pärchen Emmut. Sie haben stattdessen Tessa und Jakob gewählt aus moralischen Gründen. Und das nimmt der Raoul den ziemlich übel. Er spricht mit seiner Freundin und sagt, dass Theresia und Stefan falsch nominiert haben. Er ist ja hier der Strippenzieher, wenn es um die Nominierungen geht. Dass sie dadurch die Gruppe verraten haben, er sich verraten fühlt. Und man merkt auf jeden Fall, dass ihm diese ganze Situation ja ihn nicht glücklich macht, ist nicht der richtige Ausdruck, dass er mit der ganzen Situation nicht einverstanden ist und richtig wütend ist, dass seine Pläne, die er im Geheimen oder weniger Geheimen geschmiedet hat, nicht aufgegangen sind. Dann kommt ein kleiner Mini-Beef, das wurde jetzt nicht so groß gezeigt. Diejenigen von euch, die Tessa bei Instagram verfolgen, wissen, dass Tessa allergisches Asthma hat und da diverse Sprays einnehmen muss. Sie hat beim Essen gehustet, man hat es nicht gesehen, wie sie gehustet hat. Sie meinte, dass sie so gehustet hat. Chan regt sich darüber auf, huste doch nicht, ich sitze hier und esse. Und dann gab es so eine kleine Dramasituation, bevor das Exit-Game losging. Bevor das Exit-Game auch noch losging, hat Jakob dann Yoga gemacht. Den herabschauenden Hund habe ich erkannt. Das waren dann auch schon meine Yoga-Kenntnisse. Was ich zu Tessa sagen muss, sie kam dann dazu und hat auch so ein bisschen Yoga mitgemacht, allerdings mit einer Kippe in der Hand. Fand ich, jetzt no hate, Tessa, ich finde es uncool, wenn man Sport, Yoga ist ja Sport, mit einer Kippe in der Hand macht. Das könnte man sich vielleicht verkneifen. Und ich finde es auch uncool, wenn man Asthma hat und raucht, aber das muss jeder für sich entscheiden. Für mich ist das so ein Paradoxon, was sich mir einfach nicht erschließt.
wenn ich weiß, ich habe Asthma, ich kann schlecht atmen, ich habe COPD, ich habe Allergie, ich habe irgendwas mit der Lunge, was weiß ich, dann rauche ich doch nicht. Meine Meinung, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr darüber denkt. Dann kam es auch schon zur Challenge, zur Exit-Challenge in Minute 11:50. Die Männer wurden an Seilen hochgezogen, mussten einen Korb festhalten und die Ladies mussten von unten Säckchen, die unterschiedlich schwer waren, in den Korb werfen. Gewonnen hatte die Challenge, wer zuerst auf dem Boden ankommt. Also ist ja klar, das Tier wird immer schwerer und dann, wenn man immer schwerer wird, ne, muss ich euch nicht erklären, geht man halt runter und das Pärchen hat gewonnen. War jetzt für mich nicht so überraschend, weil ich die Mats ja schon gesehen habe im Vorfeld. Ich hätte mich gefreut, wenn Tessa und Jakob drin geblieben wären, weil ich auf jeden Fall sorgen die für Zündstoff und es wäre spannend, die weiter zu beobachten. Allerdings ist es dann Theresia und ihr Partner Steffen geworden, die sich in diesem Exit-Game, obwohl es am Anfang nicht so gut für sie aussah, behaupten konnten. Jetzt habe ich mein Mikro an. Ist natürlich ein Träumchen, wenn man merkt, dass man sein Mikrofon nicht anhört. Aber zum Glück habe ich ja kein leises Organ. Und ich hoffe, ihr habt mich, trotzdem ich das Mikro vergessen habe, anzumachen, gehört. Jetzt ist es ja an, jetzt ist die Welt wieder in Ordnung. Stefan sagt, Gerechtigkeit hat gesiegt. Tessa musste natürlich mit einem veganen Statement kontern und sagt, gerecht ist nur, wer gerecht zu Tieren ist. Stefan meinte, sie soll daraus jetzt keine politische Bühne machen. Freunde werden die im nächsten Leben auf jeden Fall nicht. Und damit war klar, Tessa und Jakob müssen das Haus verlassen. Nachdem ein bisschen Ruhe im Haus eingekehrt ist und alle Fronten soweit geglättet, gewogen waren und alle sich eigentlich ganz gut verstanden haben, ist ein neues Pärchen eingezogen. Oliver Sané mit seiner Freundin Jill. Hier, das ist Oliver, das ist die Jill. Kannte ich beide ehrlicherweise nicht. Ich habe dann gegoogelt, es liegt daran, weil ich nie den Bachelor geschaut habe. Aber selbst wenn ich den Bachelor geschaut hätte, hätte ich ihn wahrscheinlich nicht wiedererkannt. Denn der gute Herr hat sich optisch ein wenig verändert im Vergleich zum Bachelor und ist ein bisschen breiter geworden. Er wurde auch von allen gleich, als er eingezogen ist, als Schrank bezeichnet. Und Sam kennt ihn wohl. Er war wohl mal in einem Format mit Oliver zusammen und meinte auch nur, dass der auf jeden Fall mit Vorsicht zu genießen ist. Was ich ein wenig erschreckend fand, und das spiegelt so ein bisschen diese Gruppendynamik im Haus wider. Am Anfang waren sie irgendwie alle gegen Tessa, nur weil sie sich getriggert gefühlt haben, dass sie und Jakob vegan sind und hatten die auf dem Kicker. Jetzt brauchen sie irgendwie ein neues Opfer, habe ich das Gefühl. Und jetzt stürzen sich alle schon mit Lästereien. Die sind keine 5 Minuten im Haus und schon wird über die hergezogen. Es wurden Eier versteckt, weil alle der Meinung sind, wenn der aussieht wie ein Schrank, ist der am Morgens zum Frühstück 30 Eier. Also haben sie alle Eier in den Schrank versteckt, damit er schlechte Laune hat. Dabei hat er irgendwann in einem Interview gesagt, er mag gar keine Eier und isst gar keine Eier. Und die waren gleich alle, bis auf Emmut, waren alle gegen das Pärchen und haben schon gesagt, sie möchten nicht mit denen im letzten Entscheidungsspiel stehen. Die sind viel zu stark, die müssen sofort rausgekickt werden und hier, die sind mit Vorsicht zu genießen. Und das fand ich halt, diese Gruppendynamik finde ich wirklich erschreckend. Es kommt jemand Neues rein. Ich meine, wahrscheinlich haben sich Oliver und Jill nicht ausgesucht, wann sie ins Sommerhaus der Stars einziehen dürfen. Und ich finde, auch die Nachzügler haben eine faire Behandlung von den restlichen Kandidaten zu erwarten. Eine faire Behandlung, genau. Und natürlich ist es für ein Nachzüglerpärchen immer schwieriger, in eine bereits gefestigte Gruppe reinzukommen. Und natürlich wird es da immer schwieriger sein und man muss sich immer mehr behaupten, als wenn man von Anfang an dabei ist. Aber Freunde, nichtsdestotrotz hätte ich mir ein bisschen mehr Fairness von den anderen Kandidaten erhofft. Was sehr witzig war, das war die Zeichensprache von Umut. Ja, also Situation war folgende. Das neue Pärchen war in der Küche. Emma und Umut sind dazugekommen und Umut wollte das neue Pärchen warnen, weil er mitbekommen hat, dass alle schon am Anfang gegen sie sticheln und hat versucht, das mit Handzeichen, ohne zu sprechen, mit Pantomime. Ihr wisst Bescheid, zu erklären. Oliver ging es wie mir. Ich wusste nicht, also ich wusste schon, was Umut damit sagen will, aber wenn... Also eigentlich wusste ich es nicht. Also ich wusste schon, weil ich ja die Situation von den anderen Leuten da im Haus gesehen habe und es ja nur die Situation sein konnte, die er
den beiden mitteilen wollte. Aber wenn ich das vorher nicht gewusst hätte, hätte ich auch nicht geschnallt, was Umut mir jetzt mit seinen Gesten sagen möchte. Dann hatte irgendjemand die grandiose Idee, ist langweilig, lass mal was spielen. Ja, wir machen Flaschen drehen. Ihr seht hier die lustige Runde, die Neuen sind auch natürlich mit am Start. Alle sitzen sie hier und spielen Flaschendrehen. Die erste Frage ging an Emma von Alessia. Die Flasche hat auf Emma gezeigt und ich dachte mir, oh Gott, das wird ja wieder eskalieren. Emma wird weinen, es wird dramatisch. War es aber nicht. Emma wurde von Alessia gefragt, wie ihre Familie darauf reagiert, dass sie in einem Format sich an vergebene Typen rangeschmissen hat. Und ich dachte, oh Gott, jetzt gibt's Drama, die wird weinen, es wird Theater geben. Aber Emma hat das souverän beantwortet, ist ruhig geblieben und meinte, dass ihre Familie zu allem, was sie tut, hinter ihr steht. Die nächste Frage kam dann von meinem Lieblingskandidaten, Hashtag Ironie off, Raoul an Umut. Der wollte von Umut wissen, wie er die Position von Emma und sich in der Gruppe einschätzt und wie er sich fühlt. Und da gab es auch kein Drama. Umut meinte einfach, er ist beschissen. Was sollen wir sagen? Wir fühlen uns beschissen, wir sind ausgegrenzt und damit war das beantwortet. Alles halb so spannend. Die wichtigste Frage kommt noch. Der gute Chan durfte drehen. Und es ist die Flasche. Wo ist sie denn hier? Auf Theresia stehen geblieben. Chan hat gesagt, ihr habt euch nicht an die Absprache der Allianz gehalten. Fühlt ihr euch deswegen schlecht? So. Nun ist die Katze aus dem Sack. Es wurde zum ersten Mal öffentlich vor der gesamten Runde, also nicht nur im Kreis der Allianz, sondern in der gesamten Gruppe, ist zum ersten Mal das Wort Allianz gefallen. Und es ist zum ersten Mal deutlich geworden, dass sich alle beim Nominieren, die in dieser Allianz drin sind, absprechen. Dadurch haben natürlich auch Emma und Umut erfahren, dass sich alle abgesprochen haben, um sie zu nominieren. Und nur weil Stefan und Theresia sich nicht an die Absprache gehalten haben, wurden sie nicht von allen nominiert, sondern Tessa und Jakob haben die Stimme dann bekommen und mussten in die Exit-Challenge, wo sie dann rausgeflogen sind. Raoul kann es erstmal gar nicht glauben, ihm fällt die Kinnlade runter. Wie kann man sowas öffentlich besprechen? Er, der geheime Strippenzieher im Hintergrund, will doch nicht, dass die anderen, die Bösen, die nicht in der Allianz sind, irgendwas mitkriegen und dann hier Theater machen und die Situation noch stressiger wird. Ich habe übrigens tolle Grinch-Socken an, ne? Ist ein Träumchen. Ist noch nicht Weihnachten, aber Grinch-Socken gehen immer. Jetzt bin ich aus dem Konzept. So. Genau, Raoul fand das alles ziemlich blöd. Ich beantwortet, sie meinte, sie hat sich von der Allianz überredet gefühlt, Emmut zu nominieren und hat dann selber gemerkt, dass sie Stefan versucht zu überreden, Gleiches zu tun, also auch Emmut zu nominieren. Und Stefan meinte dann nur zu ihr, das kann er nicht machen, er hält sich da nicht dran und sie werden wie immer Tessa und Jakob nominieren. Raoul findet das alles nicht so lustig und sagt, dass er das nicht nachvollziehen kann, dass sie sich nicht an die Allianz gehalten haben, denn immerhin wäre der ursprüngliche Plan gewesen von Theresia und Stefan, dass Emma und Umut nominiert werden. Das wiederum wollte Stefan und Theresia nicht auf sich sitzen lassen. Stefan bezichtigte Raoul des Lügens und meinte, er wollte immer Tessa und Jakob wählen. Und man hat so richtig gemerkt, wie Emma und Umut sich richtig so freuen, weil endlich mal nicht gegen sie geschossen wird, sondern die Allianz sich selber kaputt macht. Ja, Oliver und seine Freundin Jill saßen auch da entspannt da und dachten sich, oha, wo sind wir hier gelandet? Das geht ja schon gut ab am ersten Abend. Also man hat wirklich, besonders immer, wenn man Raouls Gesicht anguckt, sieht man, wie seine Welt zerbricht, wie sein ganzes Konstrukt, was er sich hier ausgedacht hat, um zu überleben bis zum Finale, langsam kaputt geht und die Allianz bröckelt. Unser guter Sam ist natürlich stinksauer. Er wird dann auch nochmal zu den Vorwürfen in der offenen Runde angesprochen, was er dazu sagt. Er sagt, ich bin hier nicht bei ZDF in der Dokumentation, ich sage gar nichts dazu. Er findet es unter aller Sau, bezeichnet später in einem Gespräch mit Theresia Chan als dumm. Wie kann er so dumm sein? Was ist das für ein Trottel? Wie kann er das Wort offen vor allen Leuten aussprechen? Wie kann er allen verraten, dass wir eine Allianz haben und uns abgesprochen haben? Er war sogar so wütend, er hatte ein Glas in der Hand. Vielleicht sieht man das ja hier gleich.
Ja, der war sogar so wütend, dass er ein Glas beim Abstellen mit voller Wut auf den Tischhocker, was auch immer da stand, abgelegt hat und dieses Glas zerbrochen ist. Die Situation hat sich länger nicht beruhigt und dann kam es zu einer sehr krassen Aussage von Gloria. In Minute 38 geht's los. Das fand ich schon hart, was sie da sagt. Frage kann man, glaube ich, eine Menge diskutieren. Wenn sich das neue Paar, die alle ja jetzt auf die Abschlussliste setzen wollen, nicht safen sollte, wird Gloria versuchen, dieses Pärchen in ihre Allianz, in unsere Allianz zu holen. Und solange sie aber nur von Nutzen für die Allianz sind, sobald die Allianz merkt, oh, die zwei brauchen wir ja nicht, werden sie entsorgt. Ich finde die Wortwahl schon ziemlich krass und habe mir so gedacht, als ich das im Fernsehen geschaut habe, ja, krasse Aussage. Schon richtig so. Hinterpiep-Piep, um es in Glorias Sprache auszudrücken. Ja, fand ich auf jeden Fall nicht sehr nett. Und wenn ich mir vorstelle, ich wäre das neue Pärchen und würde im Nachhinein im Fernsehen so eine Aussage über mich sehen, wäre ich not amused und würde mich verletzt, verarscht, ja, alles vorkommen. Also ist einfach nicht freundlich. Und auch solche Sachen zu sagen, sie kann ja sagen, naja, wir können ja versuchen, die auf unsere Seite zu ziehen, solange wir dann Nutzen draus haben. Und wenn wir merken, es bringt uns nichts, dann distanzieren wir uns von dem Pärchen. So hätte man es sagen können. Nee, wenn wir sie nicht mehr brauchen, werden sie entsorgt. Okay. Ging's weiter mit der Exit-Challenge. Die Exit-Challenge hieß richtig einlochen. Es gab Fragen, die jetzt nicht so schwer waren und man musste sie richtig beantworten, dann den Anfangsbuchstaben vom Lösungswort ins richtige Loch positionieren mit Muskelkraft und zum Schluss hatte man dann ein Lösungswort oder eben auch nicht. Was mir in dem Spiel aufgefallen ist, Alessia hatte gar keinen Bock, die hat relativ schnell aufgegeben und gesagt, sie hat keinen Bock, sie weiß eh die Antworten nicht, so zack, aufgegeben. Okay, kann man machen, aber ist halt, also für jemanden, der ehrgeizig ist, ist es halt nicht nachzuvollziehen, wie man so reagieren kann. Sehr enttäuschend auch für mich Raoul, der die ganze Zeit nur am Jammern war, es tut so weh, es tut so weh, es tut so weh. Wo ich mir denke, Alter, deine Frau motzt in keinster Weise. Vanessa heißt die, ne? Ja, ich glaube, wenn nicht, dann, egal, ich glaube, sie heißt Vanessa, nennen wir sie mal Vanessa. Motzt in keinster Weise, hält diese Strippen fest, zieht und macht und tut und tu bei jeder Bewegung. Ich kann nicht mehr, ich muss aufgeben, ich muss aufhören, ich kann nicht mehr. Mi. Sei doch mal ein Mann und zieh durch, guck dir deine Frau an. Die lässt die Kacke nicht los und zieht bis zum Schluss durch. Aber, tadim, Raoul hat losgelassen. Und damit war schon mal sicher, dass dieses Pärchen sich auch nicht safen würde. Besonders beeindruckt bei dem Spiel haben mich Theresia und Stefan, nicht weil sie besonders gut waren. Theresia konnte einfach nicht mehr. Sie hatte Schmerzen. Sie konnte dieses Gestrüpp da nicht mehr halten. Aber, was ich ihr hoch anrechne, sie hat nicht aufgegeben. Ihr liefen die Tränen aus den Augen. Also sie muss wirklich Schmerzen gehabt haben. Und ich meine, Theresia ist jetzt, ne, also ist jetzt nicht so kräftig wie ein Raoul. Und hat bestimmt weniger Kraft in den Armen als er. Aber sie hat bis zum Schluss gekämpft, hat mit ihrem ganzen Körpergewicht, weil sie es mit den Armen nicht mehr halten konnte, die zwei Strippen da festgehalten ist, in die Hocke, in die Knie, hat wirklich alles versucht, hat dabei geheult, weil sie Schmerzen hatte und nicht mehr konnte. Dann kam der Gong, die Zeit war um. Aber sie hat nicht aufgegeben. Und da fand ich sehr schön von Stefan, dass er sie dafür auch gelobt hat, obwohl sie ziemlich traurig war, dass sie es eben nicht geschafft haben. Die Gewinner des Spiels sind Gloria und Micha. Ein Kommunikationsspiel, was die beiden gewonnen haben. Wer hätte das jemals für möglich gehalten? Sehr schön war eine Stelle, die ich euch gerne zeigen möchte. Das war meine Lieblingsszene von Gloria. Sie ist wieder komplett ausgerastet. So, alle sind nach Hause gekommen, ins Haus, Mama, Haus der Stars zurück. Alessia hat für alle gekocht. Und dann hat Gloria erwähnt, dass Theresia und Stefan nicht mehr zur inneren Allianz gehören. Also inzwischen gibt es eine innere Allianz und eine äußere Allianz. Dann gab es eine Nominierungsbesprechung und alle möchten jetzt ein bisschen Verwirrung stiften und jeder soll irgendwie jeden nominieren, damit das neue Pärchen nicht merkt, dass es auf der Abschussliste steht, dass vielleicht Umut und Emma auch nicht merken, dass sie auf dem Kicker sind. Deshalb soll jetzt jeder jeden nominieren, um Verwirrung zu stiften. Dann kam es zu einer Szene in der Küche. Umut lauscht, wie sich Sam, Raffi und Rauls Freundin darüber unterhalten, dass man doch Alessia und Chan auch nicht so trauen könnte, dass die immer so ha, mitflutschen und zum Schluss stehen sie dann noch als Gewinner von dem Sommerhaus der Stars da. Und das hat Umut natürlich gut mitbekommen und hat schön gelauscht. Und was macht Umut? Natürlich, man kann es nicht anders von Umut erwarten. Er geht
damit zu Emma und beide gehen gemeinsam zu Chan und Alessia und erzählen denen, was sie in der Küche gelauscht haben. Und jetzt kommt es zum Eklat. Alessia und Chan wissen jetzt, dass sie sich nicht so auf das innere Zirkel der Allianz oder auf die Allianz verlassen können, weil wenn dann die Neuen raus sind oder Umut und Emma raus sind, sie die Nächsten sein werden, die von der Allianz gewählt werden. Und was macht Chan? Der hat nichts Besseres zu tun, als zu Micha zu gehen, den Freund zu Gloria und sich bei ihm auszuholen. Ja, ich habe gehört das und ich habe gehört das jenes und möchtet ihr uns hier raushaben? Und wie siehst du das? Stefan hört natürlich zu. Stefan hat nachher nichts Besseres zu tun, als mit Suraul zu rennen, dem Kopf der Gruppe, der eigentlich einen Hass auf Stefan jetzt inzwischen schiebt, aber sich trotzdem gerne anhört, was Stefan zu sagen hat. Naja, Alessia kommt dazu und fragt, was Chan denn da jetzt redet und warum er denn die Dinge nicht vorher mit ihr bespricht, statt erstmal zu anderen Leuten zu gehen, als mit seiner Frau zu reden, wie denn das weitere Vorgehen ist. Chan versteht das irgendwie nicht und Alessia fühlt sich falsch verstanden. Es kommt zum Riesen-Ehedrama. Wobei, sind die verheiratet? Keine Ahnung. Auf jeden Fall kommt es zur Beziehungskrise, Beziehungsdrama. Sie schreien sich an. Sie wird auch richtig eklig beim Anschreien, die Sachen, die sie ihm vorwirft. Am Anfang hatte ich auch noch Verständnis dafür, weil ich das auch cooler gefunden hätte, wenn mein Partner erst mit mir gesprochen hätte, bevor er zu anderen geht. Und da seinen Rat einholt, ja, aber Drama, Drama, Drama. Folge ist zu Ende. Und, Folge ist überhaupt nicht zu Ende. Dann kam es ja noch zum Stimmungsbarometer. So, es wurde ja im Stimmungsbarometer von der Allianz vorgeschlagen oder beschlossen, dass jeder jeden nominiert, dass jeder irgendwie eine Stimme oder zwei Stimmen hat und das alles unauffällig ist. Und siehe da, plötzlich haben Raoul und Vanessa vier Stimmen und damit haben die beiden so gar nicht gerechnet. Und das Witzige an der Sache ist, die gehen zu allen hin und fragen, hast du mich nominiert? Und alle sagen, nö. Sie fragen Oliver und seine Freundin, habt ihr uns nominiert? Nein. Sie gehen zu Umut und Emma, habt ihr uns nominiert? Nein. Also keiner will es zugeben und die sind jetzt hier richtig in der Arschkartenposition, weil sie nicht wissen, wem sie vertrauen können, wer lügt und wer nicht lügt. Und das war ganz witzig eigentlich anzuschauen, dass Raoul so ein bisschen Brainfuck hat, gönne ich ihm, weil er hier wirklich der Manipulator ist und alle Parteien hier versucht zu kontrollieren und zu steuern, damit er bloß seinen Arsch rettet und bis zum Schluss im Spiel bleiben kann. Also so ist das zumindest, sehe ich das. Wenn ihr das anders seht, dürft ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ja, das war's auch schon, Freunde, ne? Die Folge ist schon wieder zu Ende. Es gab eine Vorschau auf nächste Woche und ich kann euch sagen, es bleibt auf jeden Fall spannend. Das war für mich jetzt die am wenigsten unterhaltsamste Folge von allen Folgen, die bis jetzt ausgestrahlt worden sind. Aber hier konnte man halt gut sehen, wie die Strippenzieher langsam Angst um ihren eigenen Arsch bekommen. So, das war's von mir. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten YouTube-Video. Ciao!